Heyo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns zwei No-Name-Boards an, beziehungsweise ja, eine Marke haben die ja wirklich, aber jedenfalls sind es zwei Boards, die ich bei AliExpress besorgt habe für diverse C- und CPUs aus der Zuschauerpost, und ich wollte die CPUs jetzt nicht einfach nur verenden lassen. Das sind im Endeffekt, weiß ich nicht, so Dinger, die vielleicht 10, 15 Euro kosten, aber allzu schlecht sollen die ja gar nicht sein. Also diesen Video schauen wir einfach mal ganz nüchtern drüber, und am Ende des Videos wird es Fragen geben zu diesem Mainboard als Zuschauer, schätze ich, und die hätte ich gerne, damit ich das dann im nächsten Video aufgrund von Zeitmangel wegen der Abschlussprüfung ja nicht nachreichen kann, sondern halt, da machen wir später noch ein paar Tests damit. Nur ich weiß halt nicht, was man bei so einem Mainboard-Test, der es ja eigentlich gar nicht ist, vielleicht wissen will. Ja, genau, wir testen also mal kurz ein paar Mainboards an, nämlich diese beiden hier. Ich habe die gerade eben ausgepackt und mir dann gedacht, warte mal, da mache ich doch ein Video zu, das dauert bestimmt nicht so lange, und weil ich mit der Abschlussprüfung und Festival und so weiter und so fort die nächsten Tage sehr eingespannt bin, können wir die ja trotzdem immer kurz anschließen, kurz Temperaturen anschauen und gucken, ob das irgendwie so großartig funktioniert. Die Teile haben, glaube ich, 50, 60, 70 Euro pro Board gekostet. Ich hoffe, ich denke dran, die irgendwie zu verlinken oder einmal kurz zu zeigen. Und das Ganze hat den Hintergrund, dass ich in den letzten Zuschauerpostfolgen so ein paar Xeons zugeschickt bekommen habe. Und die möchte ich natürlich benutzen. Aber wenn man jetzt hingeht und namhaften Hersteller für Sockel 2011 bzw. 2011 V3 oder V2 oder so haben möchte, dann kosten die Boards gerne über 100 Euro. Und alleine die Leistung von den Dingern, ein oder zwei CPUs davon, die waren irgendwie mit einem mittleren Ryzen 5 irgendwie zu vergleichen, also was man vielleicht noch gebrauchen kann teilweise. Aber na, wenn man dann so ein teures Board besorgen muss oder so, ich habe da wirklich gehadert, ob sich das irgendwie lohnen würde, aber irgendwie fand ich es doch wohl spannend, solche China-Boards zu verwenden. Und deswegen können wir hier einfach mal schauen. Ich habe zwei verschiedene Sockel bzw. zwei Chipsatzgenerationen, mit denen ich mich hier allerdings nicht allzu sehr auskenne. E5R99, dann ist das wohl das neuerere mit DDR4 Support. Wundert mich, genau, wundert mich aber, dass wir hier so ein relativ normales Board haben, ne? Nicht Board, sondern eine relativ normale Verpackung, wo auch wirklich ein paar Bilder und so weiter drauf sind. Hier, das sieht schon ein bisschen generischer aus, aber trotzdem eSports Core. Okay, ja, hier steht jetzt so nichts allzu Großes drauf, aber ja, stimmt, ich hatte so ein China-Board mal, aber das habe ich in Deutschland bestellt, über eBay, glaube ich, und da habe ich auch nicht großartig drauf geachtet. Ich habe erwartet, dass es funktioniert, und das hat es, glaube ich, dann auch wohl. ZBGBE5V282H, ein SATA-Kabel, verpackt in dem dünnsten, in der dünnsten Folie, die ich jemals gesehen habe. Dann das Board an sich, hier unten noch mit so ein bisschen Schaumstoff und eine Blende. The brand promises, bla 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 bla, passed by the test. Ja, okay. Mein lieber Rost- und Nagelstecher, geh doch einfach auf. So. Interessant ist auch, dass sie hier eine Kühlerbefestigung noch mit dazu geschickt haben. Man kann hier auch, würde ich sagen, ganz normale 2011 Sockelkühler draufpacken, aber einen solchen Kühler hat man nicht zwingend zu Hause. Und deswegen haben wir diese Teile dran. Und da kann ich, glaube ich, einen ganz normalen AMD-Kühler dran setzen. Für AM2, AM2 Plus, AM3, also eigentlich alle möglichen AMD-Sockel aus den letzten 20 Jahren so irgendwie, wenn wir nicht die Löcher im Mainboard benutzen von beispielsweise Sockel AM4 oder AM5 oder so. Anschlussmöglichkeiten etwas spärlich, natürlich keine integrierte Grafikeinheit, weil wir hier ein Xeon draufpacken. Grafikkarte kann ich da draufsetzen, eine M2 SSD, M-Cell, PC Express-Mode, SATA-Modus. Okay, vielleicht geht hier PC Express, vielleicht auch nicht, weiß ich jetzt nicht. Spannungswandlerkühlung haben wir. Ah, okay, hier müsste ich Jumper setzen, damit das irgendwie funktioniert. Ja, okay. Wireless-Batterie haben wir nicht mit dabei. Das weiß ich noch, dass da auf der Seite stand, dass sie das nicht machen, weil es sonst irgendwie Probleme beim Versand oder Verzollen oder sowas gibt. Du bist auf jeden Fall für DDR3. X79, also Sockel 2011 V1, beziehungsweise ohne irgendein V dabei, weil es die erste Generation war. Und das hier dürfte dann 2011 V3 sein. Ach, genauso eingepackt, auch mit so einem Aufkleber, auch mit einem SATA-Kabel in der dünnsten Folie, die ich jemals gesehen habe. Oh, und sogar mit einer kleinen Anleitung. Hier haben wir genau die gleiche Anzahl an USB-Ports, und hier oben sind noch extra Löcher. Ich habe mich gerade schon gewundert, aber hier ist gerade nichts drüber. Ja, sieht sehr sauber aus. Mhm. Hier haben wir noch einen PCI-Express-Slot mehr dran. Debug-LEDs, Cs. Oder beziehungsweise wird hier wohl ein Code angezeigt beim Starten, wenn irgendwas nicht klappt. Dann wird man das damit diagnostizieren können. Hier den Sockel, auch wieder so ein Sockeladapter.
Spannungswandler, Kühlung haben wir und Support für DDR4 natürlich. Hier ist noch so ein kleiner Aufkleber drauf. Und was haben wir hier drin stehen? Ach, meine Lieblingsschriftart. Memory Installation Guide. Okay. CMOS Jumper. Ultra M2, PCI Express Gen 3x4. Dann hier oben drüber. Ach, das hier ist für ein WLAN-Teil und vielleicht haben die deswegen hier auch die Löcher gelassen, dass man da vielleicht noch eine WLAN-Karte irgendwie installieren kann, wenn man es wünscht. Hier nochmal derselbe Spaß. Cool, dass ich sowas mal in der Hand halten darf. Bis auf, dass ich jetzt irgendwie ein Asus MSI-Logo oder so vermissen würde, würde ich sagen, sieht das erstmal ganz in Ordnung aus. Ich bin sehr gespannt. Dann lass mich doch am besten mal mit dir beginnen und dann suche ich mal die CPUs dafür raus. Ich weiß nicht, wo ich sie hingepackt habe. Also hier oben habe ich noch so ein paar. Die Entscheidung darüber, welche CPU man nehmen soll, fällt nicht leicht. Das sind bis jetzt alle Xeon-CPUs, die angekommen sind. Und bevor man jetzt denkt, das sind ja voll viele. Ja, das sind voll viele, aber die gibt es teilweise für ein paar Euro wirklich gebraucht, weil die, oder ja, die kannst du noch perfekt benutzen, auch wenn man jetzt so ein Board hat, ne, und auch die schlechteste CPU da drauf setzt. Da hast du, glaube ich, auch mindestens 4 Kerne, 8 Threads oder so. Also komplett nutzlos sind die nicht. Ist nur eben im Vergleich 60 Euro für so ein Board, ne? Das ist übrigens mir gerade erstmal aufgefallen. Die Boards, die sind ja neu so aus China, ne? Und das letzte Mal, dass ich wirklich ein Board neu bestellt habe, für mich, für ein Video oder so, das gab es, glaube ich, noch nie, oder? Doch, irgend so ein AM4-Board war das gewesen, weil ich unbedingt irgendwas haben wollte mit einem ARGB-Header, weil ich nicht nachgeschaut habe, dass es auch ARGB-Controller gibt. Ne, sowas passiert ja echt selten, ansonsten nehme ich nur gebrauchte Teile. Und ein Vorteil bei gebrauchten Sachen ist ja, ne, wenn die 1, 2, 3 Jahre gebraucht sind, dann funktionieren die auch. Da gibt ja auch Teile, die nur neu kaufst und die dann nach einer Woche kaputt gehen. Also ist selten, aber kommt wohl vor. So, die besten CPUs habe ich hier jetzt mal rausgepickt. Einmal ein Xeon E5-2640V3 und hier haben wir ein Xeon E5-2630V2. Ich konnte mich gerade nicht entscheiden, weil ich hier eine ganze Menge habe. Irgendwie, also 2630 V2, 2630 LV2 oder LV3, wo war es denn gewesen? Ja, ich finde es total merkwürdig, aber ich habe auch mit der Sockelgeschichte, habe ich erst einmal gearbeitet, glaube ich, für 10 Euro 1620 Xeon besorgt oder so, oder für 8 Euro. Und ja, so machen wir das erstmal. Erbarme dich doch mal, so, dass ich mit dir irgendwas machen kann, hier unten. Ach ja, klar, ist klar, ja. Diese Schrauben, die befinden sich an diesem Sockelteil selber und die gehen nicht nach unten durch und die sind doch nur mit der Hand festgedreht. So, dich nehmen wir raus. Oh, doppelter Sockelschutz, alles klar. Und musst du halt doppelt aufmachen. So, so. Passt das so? Ich glaube schon. Aber bevor ich die CPU reinsetze, hole ich mir mal eben ein Tuch. Irgendwas ist mit dem Isopropanolspender da hinten. Da kommt nicht mehr so viel schön raus. Hier noch einmal kurz drüber und versuche das wirklich komplett sauber zu machen. Ich habe die CPUs nämlich alle bekommen, voll mit Wärmeleitpaste. Und ja, Antistatik und was willst du sonst machen hier, ne? Also, ja. Hier, da hast du deine Antistatikbürste. So. Warum bist du verkehrt herum da drin? Nee, tatsächlich. Kommst du dann noch verkehrt herum rein? Ist der richtige Sockel? Steht zumindest auf der Intel-CPU-Seite so. Einmal den, einmal den. Und dann haben wir das schon. Es wird, glaube ich, einfacher sein, wenn ich mir hier irgendeinen... Wohl ein AMD-Kühler, ne? Der muss hier auch irgendwie reinpassen, ne? Ja, da werde ich mich später drum scheren. Ich möchte erst einmal die CPUs eingebaut haben. So, hier ist es ein ähnliches Spiel. Ja, willst du da jetzt raus, oder? Das ist aber kein Sockel von Foxconn hier. Weiß ich jetzt nicht. So, bist du sauber? Ja, ich glaube schon. Und hier musst du wahrscheinlich auch wieder umgedreht eingebaut werden. So. So, ich guck mal eben, ob ich Kühler dafür habe. Ich glaube, das wird tatsächlich eher schwierig. Ich habe nur diese kleinen Kühler, weil mir gerade tatsächlich mal aufgefallen ist, dass der Kühler ja hier reinpassen muss. Aber hier, das könnte auf jeden Fall klappen. Hm, danke schön. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du später auf jeden Fall ein bisschen lauter wirst hier mit dem Ding. Aber du störst den Arbeitsspeicher nicht. Und der Kühler ist gerade frei. Warum nicht einfach benutzen? Aber du siehst jetzt doch nicht so sauber aus, wie ich das gerne hätte. Mit einem schön großer Blob. Der muss ja hier bei der CPU ein bisschen größer sein. Die CPU an sich ist ja ein Stück größer, gell? Na, willst du wohl? Yes. Oh, sogar ein 4-Pin-Lüfter hätte ich nicht gedacht. Manche Boards können da ja nicht so mit um. So, und bei dir, was nehmen wir da für einen Kühler? Hier haben wir noch einen Arctic Cooling Freezer 7. Den gab es mal von einem Zuschauer in einer unoffiziellen Zuschauerpost.
Und ich habe wieder überall Wärmeleitpaste. Wenn wir uns die Fläche mal anschauen und die Fläche davon. Aber ist egal, wir gucken erstmal, wie heißt du überhaupt, wie ist. Ich kenne diese CPUs ja eigentlich nicht. Ja, ich weiß, das sind nicht die korrekten Kühler hierfür, aber das habe ich gerade überhaupt nicht bedacht, beziehungsweise beim Bestellen, dass ich hier eigentlich einen spezielleren Kühler für haben müsste. Die kosten jetzt nicht unbedingt sehr viel mehr, zumindest wenn man gebraucht schaut. Man muss einfach nach ein paar älteren Kühlern suchen, die entweder so befestigt werden können oder eben schon Sockel 2011er Support haben. Dann Arbeitsspeicher hierfür. Nehmen wir erstmal dich, oder? Roter Riegel in den roten Sockel. Dem 2 und dem 4. Naja. Ja, und bei dir können wir uns mal hier bedienen. Ich habe hier 16x8 GB zugeschickt bekommen. Allerdings ist das ECC-RAM und was ich gerade noch dazu sagen wollte. Ich habe nachgeschaut und war der festen Überzeugung, dass DDR4 Arbeitsspeicher eigentlich billiger sein sollte, wenn es Server-Arbeitsspeicher ist. Aber da tut sich tatsächlich gar nicht ganz so viel. Das ist vielleicht ein Unterschied von 5 Euro, vielleicht 7 Euro. Dankeschön, hat jemand gehupt. Unterschied, ich werde die ganze Zeit unterbrochen hier. Ein Unterschied von 5, 6, 7 Euro, ob ich mir jetzt einen 32 GB Kit normalen Arbeitsspeicher besorge oder Server-Arbeitsspeicher. Der Server-Arbeitsspeicher ist dann meistens billiger, aber auch nicht immer. So, BIOS-Batterie brauchen wir noch. Hehe. Ja, die passen. Ne, die passen nicht. Das ist hier eine CR2025. Wollte gerade sagen, manchmal, wenn ich im Mainboard hier was kaputt ist, was in Müll kommt, gucke ich effizienterweise nochmal, wie voll die Batterie ist. 1,4 Volt, die kann gleich mit in Müll. Oder warte mal, auch wenn du dünner bist, ne? Du hast ja trotzdem 3 Volt. Eigentlich dürfte dich das nicht tangieren. Dich sollte ich trotzdem benutzen können. Ja, das passt. Ja, ich Dummerchen, jetzt habe ich versehentlich aufgenommen, wie ich hier das Zeug so angeschlossen habe oder so und hin und her. Aber vielleicht ist das ja auch ganz gut, dann kann ich das als Zeitraffer benutzen. Ich hoffe nur nicht, dass ich jetzt da aufgenommen habe, wo ich nicht aufnehmen wollte und genau andersrum. Das wäre doof. Aber gut, du sitzt hier. Ich habe jetzt hier so ein Mainboard genommen von Be Quiet. Das gab es auch mal von einem Zuschauer. Das gibt Probleme beim Netzteiltester, aber ansonsten läuft alles. Deswegen verwende ich das nicht für irgendeinen PC, den ich zusammenbaue für später mal. Aber hier zum Testen kann man das wohl nehmen. Dann haben wir hier PS On. So. Kriegen wir Leben. Wir kriegen Leben, wenn das hier anfängt zu leuchten. Da muss ich mal eben kurz mein Knie hier ablegen. Das ist so anstrengend. Oder doch nicht. Soll ich mal einen Pieper anschließen? Kann ich das überhaupt? Oh toll, der hier ist gerade kaputt gegangen. Der ist so auseinandergefallen. Weg damit. Die Lötstellen hier dran, ne? Also, oh, weiß ich nicht. Piep, 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 piep. Was war das denn? Zweimal kurz, einmal lang, einmal kurz, würde ich jetzt schätzen, dass das sein kann. Okay, gut. Ich dachte eigentlich, dass das hier ein ganz kurzes Video wird, so einmal kurz eben was ausprobieren, aber oh Mann, ich habe nicht so viel Zeit. Was tust du ohne Arbeitsspeicher? Piep, 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 piep. Ah, jetzt bekomme ich ein Bild. Bitte warten, sagt er jetzt. Okay. Ich weiß nicht, welchen BIOS-Hersteller wir hier haben. Dazu müsste ich eigentlich ins BIOS einmal gehen. Und dieses Bitte warten macht er jetzt, weil er den Chipsatz wahrscheinlich noch nicht kennt. Oh ne, der wollte hochfahren, hat aber... Ja, logisch. Ja, mach mal neu starten. Lass mich ins BIOS. Was haben wir hier für einen Hersteller? American Megatrends, Army. 8 GB haben wir. Lass mich doch mal die anderen Riegel mit einbauen. Wahrscheinlich ein Kontaktproblem. Wer weiß, wie lange diese Arbeitsspeicherriegel sauber gehalten wurden. Und ordentlich gelagert wurden die bei mir zumindest auch nicht, weil ich die einfach in der Tüte gelassen habe. Ja, PC, willkommen. Ich lasse dich direkt mal ins Internet. Schauen wir mal, ob das irgendwie klappt. Der Treiber dafür automatisch funktioniert. Dann kannst du dir vielleicht noch hier und da mal ein paar Treiber ziehen. Ah doch, jetzt passiert irgendwas. Ja, ich lasse dich mal ein bisschen machen. Windows habe ich jetzt zweimal neu gestartet. Hat sich Treiber gezogen. Ethernet hat funktioniert, habe ich jetzt allerdings abgezogen. Wir machen erstmal einen ersten Cinebench-Test an der Stelle. Der hat erst gedacht, dass das WLAN hier irgendwie Ethernet oder Network Netzwerk 62 heißen würde. Habe ich so noch nie gesehen. Ja gut, oben links können wir sehen, i5-2630V2, 12 Kerne, 6 Kerne, 12 Threads, 2,6 GHz jeweils. Und ich glaube, ich hatte nachgeschaut, 800 Punkte sollten wir hier irgendwie erreichen. So ganz grob ungefähr. So, da sehen wir es. 776 Cinebench-Punkte. Das ist ungefähr i7-4790 an der Stelle. Der 4770K, der da drüber steht, der wurde, glaube ich, übertaktet. Ja, 4,4 GHz, das ist nicht der Standardtakt von so einem Teil. Aber da kann man auf jeden Fall ein bisschen was mit werden.
Temperaturen habe ich mir dazu gerade gar nicht angeschaut, aber ja, das können wir speichern. Das lasse ich auf jeden Fall jetzt hier ein bisschen laufen. Dann schauen wir gleich mit der Wärmebildkamera uns mal die Temperaturen vor Bord so ein bisschen an, was die CPU jetzt hier erreicht. Aber wir sehen jetzt gerade Temperaturen von 30, 33 Grad maximal. Und wir sind bei 3 GHz so ungefähr. Ja, kannst du mir das auch pro Kern anzeigen irgendwie? Oder warte, dann machen wir... Okay, können wir auch so machen, wenn ich hier so einmal drüber gehe. Dann wäre es bei 3 GHz bei allen Kernen. So ungefähr, oder 2,9, ja, ist ja egal. Ja, lauf mal so ein bisschen. Ich komme da gleich mal wieder. So, ein bisschen später würde ich gerne was sehen. Aha, da kommt ja auch schon was. Dann können wir ja mal schauen. Nicht eine Linie, sondern... Also, Spannungswandler sind dann hier wohl irgendwie so in dem Bereich so von 63, 62 Grad. So irgendwie, so ganz grob. Der Arbeitsspeicher hier siehst du auch. Da der ECC-Chip, der macht, ja, auch ungefähr so heiß. Irgendwas mit 60 Grad auf jeden Fall. Kühler ist natürlich kühl. Hier der Chipsatzkühler, der ist sogar heißer an der Stelle. Okay, ja, interessant. Ja, läuft bis jetzt selbstverständlich noch. Sind immer noch bei 2,9 GHz die ganze Zeit. Was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass ich auch die Temperaturen von unten einmal geprüft habe. Das passt auch so, also werden auch so angezeigt wie oben. Kann ja manchmal sein, dass irgendwie ein bisschen verzerrt wird, aber wenn es unten heiß ist, ist es auch oben heiß. Allerdings finde ich tatsächlich, dass der Chipsatzkühler hier drunten drunter, ne, an der Stelle, der ist mir ein bisschen zu heiß. Der wird jetzt von der Grafikkarte ein bisschen mitgekühlt. Das heißt, der dürfte jetzt nicht mehr allzu heiß sein, oder? Ja, doch, eigentlich genauso heiß, weiß ich jetzt nicht. Aber die Teile sind ja immer ziemlich klein, werden fast nicht gekühlt. Deswegen, es gibt solche Boards auch ein bisschen größer im ATX-Format, nur die kosten auch dementsprechend nochmal 30, 40 Euro mehr und haben dann vielleicht zwei USB-Anschlüsse mehr, vielleicht noch einen PCI-Slot drauf. Ob man das jetzt wirklich braucht, weiß ich jetzt nicht. Um mal zu schauen, was bei einer neueren Grafikkarte ist, jetzt eine RX 6700 XT, wenn ich die hier drauf packe, ob das auch so klappt. Ja, du fährst hoch, wirst auch ausgelastet, blablabla, das passt auf jeden Fall. Und deswegen, ja, das Board kannst du wohl nehmen. Arbeitsspeicher läuft jetzt auch im Quad-Channel. Wir hatten ja vorhin einmal das Problem gehabt, dass der gepiept hat. War vielleicht tatsächlich wohl ein Kontaktproblem gewesen. Auch das Netzteil macht hier das jetzt die ganze Zeit mit. Auch wenn der Netzteiltester sagt, dass, glaube ich, das Power-Good-Signal fehlt oder sowas. Du bist immer noch funktionabel. Ja, genau das wollte ich sehen. Also das ist zwar eine PCI Express Generation 4 Karte, die mit 16 Lanes arbeitet. Sie arbeitet hier aber nur mit 16 Lanes für Generation 3. Das bedeutet, die Kommunikation allgemein von der Karte zur CPU ist ein bisschen langsamer, was sich jetzt beim Spielen, glaube ich, nicht allzu sehr auswirken wird. Hab mal eben kurz geschaut bei einem Video von Gamers Nexus, das sollte wohl eine reputable Quelle sein. So ganz grob 3% Unterschied, was FPS angeht, ist, glaube ich, zu vernachlässigen, wenn man nicht gerade einen alten i5 benutzt oder ein Core 2 Duo oder... Ja, die CPU, die kann eben nicht mehr, also wird das gar nicht zur Debatte stehen können an der Stelle. Testen wir kurz eben das andere Board, ob es angeht und ja, so Feinheiten für später, weiß ich noch nicht, ob ich da überhaupt Lust habe, das alles zu testen. Das werde ich auf jeden Fall zeitlich jetzt und heute und für demnächst nicht mehr hinkriegen, das ist leider klar. Ja, da würde ich sagen, bei dir dasselbe Spiel. Einmal einschalten und natürlich wird der Ein-Ausschalter hier die Pins wieder da unten schön verdeckt. Da können wir auch was sehen. 91, B2. Ich glaube, B2 war immer in Ordnung, aber ist je nach Hersteller natürlich auch unterschiedlich. So, Maschinist. Dieselbe SSD von gerade eben habe ich da angeklemmt. Mal schauen, ob das direkt läuft. Yes, das ist schon ein bisschen mehr nach meinem Geschmack. 1123 Zentimeterpunkte, alles klar. 8 Kerne, 16 Threads, auch 2,6 GHz, 2,6. Ich wollte mir das nicht angewöhnen, dass ich einfach das Komma weglasse beim Lesen. Ich teste jetzt diesmal die Grafikkarte mit. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt die Karte draufgepackt habe. Wahrscheinlich, weil ich damit gerechnet habe, dass irgendwas nicht funktioniert oder sowas. Und wir können aber bei der Gelegenheit einmal eben gucken, was GPU-Z sagt. Na, sind wir auch mit PCI Express 3.0 angebunden. Ja gut, dann ist das eben so. Dann schauen wir gleich auch mal nach den Temperaturen. Aber ich schätze nicht, dass es hier übermäßig schlecht wird, weil wir da ja auch eine Spannungswandlerkühlung haben. Ja, aber ich schätze, hier wird es jetzt ein bisschen kühler, ein bisschen heißer werden bei der CPU. Weil die ja, ne, mal eben 2 Kerne mehr hat im Vergleich zu dem Dingen. Und somit dann auch 4 Threads, ja.
Und wenn wir einmal unter der Wärmebildkamera schauen, können wir hier so feststellen, so ja, so 80, 85 Grad bei den Spannungswandlern, beziehungsweise bei den Spulen, die davor sitzen. Die Spannungswandler an sich werden mit 60 bis 70 Grad da so ungefähr. Wenn wir da mal gucken, ja, 62, 63 Grad manchmal. Das ist schon ein bisschen wärmer, auch teilweise unten drunter. Das sind ja wirklich nur die Spulen und nicht die Spannungswandler. Das heißt, die Spulen, die dürfen, würde ich jetzt sagen, schon ein wenig heißer werden. Aber trotzdem würde es mir da besser gehen, wenn man jetzt noch einen Gehäuselüfter dafür verwendet. Allerdings ist es ja auch tatsächlich so, dass die meisten Gehäuse vorne sowieso Lüfter drin haben. Also, wenn man das mal kurz im Auge behält, finde ich, ist das nicht allzu tragisch. Wenn wir vorne bzw. dort an der Seite mal schauen, Chipsatzkühler ist bei 55 Grad, wird allerdings auch von der Grafikkarte ein bisschen mit angepustet, aber ja, das geht, oder? Was meint ihr? Ja, und das war ein kurzer Überblick zu diesem Board und zu diesem Board. Ich bin noch nicht so qualifiziert dazu, Mainboard wirklich ausgiebig zu testen, aber das sind jetzt erstmal so ein paar Sachen, die mir einfallen würden. Wenn ich das wirklich professionell machen wollen würde, werde ich aber wahrscheinlich nie tun. Dann würde ich beispielsweise auch schauen wollen, ja okay, was haben wir da für einen Soundchip drin für die Onboard-Soundcard? Das kann ja auch manchmal wichtig sein, weil das ja jetzt eben kein High-End-Board so wirklich ist. Temperaturen hier, ja gut, die CPU, die wurde auch nicht so heiß, ne? Musst du auch immer noch mit dazu sagen. Aber da hätte ich zwei CPUs haben müssen, die 95 Watt TDP haben. Und ne? Also ganz vergleichen kannst du das eh leider nicht, das ist mir natürlich auch bewusst. Ich würde sagen, beide Boards gehen auf jeden Fall. Wichtig ist halt nur bei solchen Temperaturen, dass da zumindest irgendwie ein kleiner Kühler drauf sitzt. Weil wenn wir dann irgendwas haben wie, na, so ein Board habe ich nicht mehr, oder? Vielleicht ist das hier so am besten zu vergleichen. Da sind die Spannungswandler ja hier so verteilt und da sitzt keine Kühlung drauf. Und wenn man da jetzt nur Office-Zeug mitmacht oder ab und zu mal was mit Spiel oder die CPU wirklich nur 65 Watt TDP hat oder so, mit dem Gehäuselüfter ist das erst nicht weiter tragisch. Aber ich kann mich erinnern zu den AMD FX-Zeiten, 125 Watt TDP von der CPU und trotzdem keine Leistung. Das sind Mainboards ohne Spannungswandlerkühlung, die am laufenden Band durchgeballert. Die waren dann kaputt, vor allem die kleinen billigen Dinger. Das funktioniert für eine gewisse Zeit, aber dann ist irgendwann auch vorbei. Deswegen, ne, eigentlich brauchst du da Kühlung drauf. Bei dem Teil jetzt nicht, das Intel kommt wahrscheinlich später in i5 drauf, wird nicht zur Debatte stehen. Und hier, ja gut, je nachdem, welche CPUs du da drauf packst, gell? Aber das geht jetzt auch zu weit. Ich bin froh, dass ich zumindest jetzt noch was fertig bekommen habe. Übe dann noch ein bisschen weiter für die Abschlussprüfung, aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Der Lüfter hier, der fängt ab und zu mal an zu furzen. Ist mir gerade auch schon aufgefallen. Also vibrieren natürlich, ne? Aber der dreht sich so und ab und zu fängt das so an, so ein zu machen. Jetzt schon wieder. Ich glaube, die Vibration davon, ne? Muss man nochmal wahrscheinlich einmal abnehmen, wieder festmachen. Und wenn es immer noch irgendwelche Geräusche macht, vielleicht hier von innen so ein bisschen Isolierband dran oder so, dass das Material nicht mehr wackeln kann. Und dann hast du das auch irgendwie in den Griff bekommen. Ja, schon komisch. Aber ich könnte noch was anderes testen. Moment. Der Tiguan, der hat nämlich ein neues Glühzeitsteuergerät bekommen. Habe ich gerade gewechselt, Fehler war nicht weg. Ich habe den Fehler jetzt mal gelöscht und jetzt muss ich natürlich ein bisschen warten, bis der Motor wieder kalt ist. 11 Grad, sollte wohl passen. Versuch mal. Das ist doch sehr gut. Und das Lämpchen ist weg. Aber ich muss morgen früh nochmal wirklich schauen, wenn der Wagen dann nochmal ein bisschen kälter ist. Aber ja, ist so in Ordnung. Sehr schön. Ja, ich finde, das hat sich aber wohl gelohnt mit den Boards. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ich hätte wohl gedacht, dass es da sehr viele kuriose Probleme gibt oder zumindest so einige, aber lief ja eigentlich ganz smooth so bis jetzt. Ich würde solche Boards eben nur nicht kaufen, weil ich eben weiß, ein Ryzen 5 1600 mit Board zusammen gibt es für 50, 60 Euro, mit Arbeitsspeicher vielleicht für 80. Und ja, kommt am Ende aufs Gleiche irgendwie hinaus. Und was die Leistung davon angeht, müsste man vielleicht komplett vergleichen, aber ja, weiß ich nicht. Ein paar Erfahrungen muss man damit, glaube ich, mal sammeln. Also wenn ihr über das Video irgendwelche Fragen zu solchen Boards im Hinterkopf habt, packt sie gerne in die Kommentare. Vielleicht werde ich das dann im Folgevideo hierzu dann mal mit testen oder ausprobieren, sonst was weiß ich. Und dann kriegen wir das schon hin. Und zu dem Tiguan könnte ich noch erzählen. Den habe ich ja bei einem Händler gekauft und da war das Glühzeitsteuergerät kaputt. Also da ging irgendwas Lämpchen an. Ich habe so einen Bluetooth-Dongle, habe das ausgelesen, stand irgendein Fehler drin, mit dem ich nichts anfangen konnte. Im Internet stand auch erstmal nichts, dann sagte der Verkäufer. Der kommt aus Berlin, also da fährt man nicht mal eben hin. Ja, lass mal auslesen, soll aber nichts kosten. Hat dann doch 20 Euro gekostet, habe ich mir gedacht, ja komm, scheiß drauf. Nee, macht er nicht. Glühzeitsteuergerät auszuwechseln, das wäre ein Verschleißteil. Bei den Glühkerzen kann ich mir das wohl vorstellen, aber bei dem Steuergerät, was ja eigentlich, ne, das ist ein Relais, ist das in euren Augen ein Verschleißteil oder gehört das mit zur Gewährleistung? Also ich werde ihn jetzt nicht noch weiter damit nerven, das wird eh
wahrscheinlich mehr meine Zeit beanspruchen, irgendwie das jetzt großartig nachzugucken und weiß ich nicht, aber ich möchte mir auch nicht anmaßen zu sagen, dass das vielleicht mit zum Kundenservice gehört, aber irgendwie schon. Aber da wollte ich sowieso, oder sollte ich, glaube ich, ein Video zu machen zu dem Auto, weil ganz viele Leute gesagt haben, ja, zeig mal das Auto, was es kann und sonst irgendwas. Ja, werde ich dann vielleicht mal drüber erzählen, über die Kaufsexperience. War nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber war zum Glück nicht geklaut, der Wagen, wie bei dem Mal davor. Also, ja, aufpassen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.